Mein Name ist Christlieb Stuwe. Ich bin der Anleiter hier in diesem Schnitteprojekt, das es in Neustadt seit 2005 gibt. Zwei Mitarbeiter des TVM haben 2004 mal 100 Kinder eingeladen aus der Neustadt zu einem Kinobesuch. 100 Kinder kamen und danach hat man eine Umfrage gemacht, wie viele von den Kindern eine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Von 100 Kindern meldeten sich 5. Das war für die beiden bestürzend, dass sie gesagt haben, wir müssen da irgendwas machen. Und damit erklärt sich auch der Name, weil es als Kindertafel angefangen hat, dieses Projekt, hat man sich gesagt, wir nennen es Schnitte, weil es am Anfang zunächst erstmal nur etwas zu essen gab. Mit einer haben wir angefangen, 2005. Mittlerweile gibt es 4 Schnitten. Diese Schnitte hier, die Schnitte Ost, ist die größte. Es ist ein gewerblicher Raum, eine ehemalige Sparkasse. Deswegen haben wir hier so ungefähr 150 Quadratmeter für die Kinder zur Verfügung. Die Schnitte Süd, West und Mitte, das sind 3- und 4-Raumwohnungen. Da ist der Raum etwas bemessener. Hier können wir gut und gerne 40 Kinder täglich, manchmal auch mehr, versorgen und betreuen. Man muss sich das Konzept der Schnitte mittlerweile vorstellen als ein Hort. Es ist nicht nur eine Schnitte, eine Kindertafel, sondern es ist ein Hort. Sie kommen von der Schule, kriegen was zu essen, natürlich. Und dann machen wir mit ihren Hausaufgaben, wo der Bedarf ist, wird auch mit ihnen nochmal gelernt. Und dann können sie spielen. Wir haben Angebote hier im Indoor-Bereich als auch draußen. Im Außenbereich gibt es einen Spielplatz, der gerade neu aufgebaut wird. Der CVM ist dankbar, dass er mit diesen Räumlichkeiten unterstützt wird, die GWG für uns zur Verfügung stellt. 3 Wohnungen und diesen gewerblichen Raum. Und darüber hinaus können wir auch sagen, dass wir jedes Jahr üppig bedacht werden mit finanziellen Zuwendungen und auch mit Sachspendungen oder eben mit Eintrittskarten wie letztes Jahr für den Eisdom. Das ist richtig super. Yeah!